Mein Name ist Michael Thor, bin 35 Jahre alt, komme aus Russbach im Salzburger Tennengau und habe Maschinenbau und Mechatronikwirtschaft hier an der FH Oberösterreich am Campus Wels studiert. Ich beschäftige mich jetzt seit mehreren Jahren bereits mit faserverstärkten Kunststoffen. Der Vorteil dieser Materialien ist, dass sie die Fasern, die dem Bauteil die notwendige Steifigkeit und Festigkeit geben, den Belastungen entsprechend im Bauteil einbringen kann. Jetzt kann es aber aufgrund von unterschiedlichen Ursachen zu einer Abweichung dieser geplanten Faserorientierung kommen, in Form von Faserwelligkeiten beispielsweise. Und ich untersuche in meiner Arbeit mittels analytischer Modellbildung, computerunterstützte Simulationen, deren Abminderung auf die mechanischen Eigenschaften. Und validiere das Ganze auch anhand von experimentellen Versuchen. Und der Vorteil ist, indem man diese Materialien besser berechenbar und bewertbar macht, dass man zum Beispiel die Sicherheit dieser Materialien, beispielsweise im Flugzeugbau, erhöhen kann oder auch einen teuren Ausschuss verringert. Der Leichtbau im Allgemeinen und Composite-Werkstoffe im Speziellen faszinieren und es hier noch sehr, sehr viele offene Fragen gibt, die beantwortet gehören. Dass jeder Tag wieder aufs Neue neue Herausforderungen mit sich bringt und kein Tag wie der andere ist. Tatsächlich mein Büro, da ich ziemlich Glück habe mit meinem Büro, mit einem super Ausblick über die Stadt. Ich absolviere aktuell einen MBA an der CLU in Kalifornien zum Thema Leadership und Management und freue mich darauf, das Wissen aus diesem Studium in der Zukunft in der Praxis einsetzen zu können. Das kalte Wasser wird nicht wärmer, indem du später springst.